Heute Morgen wurde das Gebäude Englische Straße 20 hier im Bezirk Tiergarten Charlottenburg besetzt. Es geht darum, dass eine Notunterkunft eingerichtet werden sollte für 50 Geflüchtete, da die Zustände an der Legeso sich nach wie vor nicht verbessern und dort immer noch Leute ohne Schlafplatz übrig bleiben am Ende eines Tages. Gleichzeitig sollte auch ein Raum für politische Betätigung geöffnet werden. Dann nach der Zerschlagung des O-Platzes und der Gerhard-Hauptmann-Schule in der Olauer Straße der politische Raum, gerade im Bereich der Refugee-Bewegung, doch sehr, sehr wichtig ist. Die Haltung der Objektbeauftragten war folgendermaßen, dass man verhandeln könne, wenn die Personen vom Dach gehen würden. Ansonsten bestünde keine Diskussionsgrundlage und ansonsten würde man auch räumen lassen. Aktuell die Lage ist folgendermaßen, die Eigentümer zeigen sich nicht gewillt, mit uns zu verhandeln, zumindest nicht solange die Menschen auf dem Dach sind. Das ist wiederum für uns keine Verhandlungsgrundlage, weil warum sollte jemand mit uns sprechen, wenn wir abgezogen sind oder wenn die Leute das Haus verlassen haben. Das wird gerade diskutiert. Im Endeffekt ist es natürlich auch die Entscheidung der Menschen, die im Gebäude sind. Diese diskutieren gerade noch. Von der Polizei wurde ein 5-minütiges Ultimatum gegeben und es sieht so aus, als würde die Räumung kurz bevorstehen. Wir beschlossen gestern einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt.